My name is Nikola Djurica. I'm a clarinetist from Belgrade, Serbia. And currently we're in the Planetarium in Berlin. We're about to record a woodwind quintet and some improvisations for the upcoming Trichestra concert. Yeah, I mean, it's really a blessing. It feels incredible to be able to be in the same room and to play with other people. Es gibt mir einfach ein unglaublich gutes Gefühl, endlich wieder musizieren zu dürfen und auch wieder mit anderen Leuten Kammermusik zu spielen. Und vor allem auch dieses andere Setting bringt auch einfach was Neues rein und bietet auch diese besondere Atmosphäre. Ich kann das noch gar nicht so richtig ausdrücken. Ich bin total ergriffen. Das hat mir total Spaß gemacht, zuzuhören. Und ja, es war wunderschön. Also ich persönlich finde das ganz großartig, die Idee. Verschiedene Orchester, die auch aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. Also ich sag mal, etabliertes Orchester, aber auch ein ganz jugendliches Orchester. Orchester, was sowieso auf verschiedene Wege geht. Das zu vereinen und diese Synergie mitzunehmen, also so viele verschiedene Ideen zu haben und Menschen zu haben, die sagen, wir wollen das zusammenbringen und was Neues daraus machen, finde ich ganz großartig. Universum nennen sie es. Endlos und ewig und weit. Das hat mir so eine Weite gegeben, im Endeffekt auch meinen Gedanken mal freien Lauf geben zu können. Und die Musik hat einfach da so eine Weite geschaffen und so eine Unendlichkeit, auch irgendwie wie halt das Universum. Dieses Format Trichestra war extrem interessant, weil es so viele Elemente kombiniert hat. Die Sprache, die Musik, die Projektion an der Decke des Planetariums. Und das hat Lust auf mehr gemacht, hat Lust auf die Planet Rotations gemacht und hat Lust auch auf den Livestream gemacht, wo dann auch Holz mit den ganz besonderen Bläserelementen dann auch gespielt werden wird.